Hallöchen, liebe Waifus und Benos, der mir so mag. Ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Infohäppchen. So, aber jetzt gibt's diesmal eigentlich fast schon das Gegenteil von Manga-Releases, und zwar, ja, Manga-Zerstörung. Es tut mir immer im Herzen weh, wenn ich sowas lesen muss. Und Tokyo Pop hat heute erneut announced, das war letztes Jahr, glaube ich, auch um diese Zeit, ja, es ist wie folgt, die Lizenzen laufen aus, und zwar gegen Ende des Jahres. Das heißt, bis Mitte Dezember diesen Jahres, also 2015, werden, ja, ich sag mal, es wird nichts mehr nachgedruckt und die Restbestände werden vernichtet. Das klingt genauso böse, wie es tatsächlich auch ist. Ich möchte diese ganze Aktion nicht hinterfragen und rein gar nichts sagen, nur dass es mir, allein wenn ich es schon lesen muss, im Herzen als Sammler sehr, sehr schmerzt. Ich lese nun die Manga vor, die nur noch bis Mitte Dezember erhältlich sind und danach fertig. Danach wird es nichts mehr geben. Na? Und ihr wisst, was das heißt. Genau, die Preise steigen ins Unermessliche. Und das wird richtig lustig bei kompletten Reihen. Das ist richtig krass, sowas. Passt auf, folgendes. Ich lese euch diese Sachen jetzt vor. Ihr werdet jetzt keine Bilder oder so groß reinmachen. Ihr werdet einfach mal kurz lauschen. Aber ich habe es natürlich unten in der Videobeschreibung nochmal den Tokyopop-Link verlinkt, wo das Ganze aufgelistet ist und ihr euch nochmal da informieren könnt. Und zwar, was zerschrottet wird, sage ich mal, demnächst, ist Blue Dragon Ralgrad, Chitose etc., Demon Diary, Der Duft der Apfelblüte, Garay Monster in Ketten, Ghost Love Story, Happy Marriage, In the End, Kurenai, Liberty Raised Out of Dirt, Like Milk and Honey, Mega Man ZX, PXP, Peppermint Twins, Peter Pan Syndrom, Private Love Stories, Private Prince, Random Walk, Sweet Santa, Switch Girl, Tarantaranta und Vampire Kisses Blood Relatives. Wie gesagt, falls ihr das jetzt irgendwie noch nicht so verstanden habt oder so, alles nochmal unten in der Videobeschreibung, könnt ihr dann reinklicken. Und ich habe mir dann halt gezwungenermaßen jetzt halt noch die restlichen Bände von Garay Monster in Ketten bestellt, weil ich den Manga definitiv lesen möchte und ich habe leider nur die ersten zwei Bände gehabt. Und das war jetzt ein bisschen doof, aber es ist smarter, es jetzt zu kaufen, auch wenn es ganz sicher, definitiv natürlich jetzt beabsichtigt ist von Tokyo Pop. Da braucht man nichts schönreden, dass es wahrscheinlich auch schon früher angesetzt wurde, dass ja noch jetzt ordentlich viel von dem Zeug verkauft wird. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine nette Warnung. Hätte man auch theoretisch auch schon ein halbes Jahr vorher ankündigen können. Ich meine so, also, na, das kann man zumindest hinterfragen. Aber es ist natürlich alles irgendwo das liebe Geld im Hintergrund und ich sag's mal so. Ich find's nicht gut, aber es ist unvermeidbar und wir können da gar nichts gegen tun und deswegen kauft noch ein Werk, wo ihr im Regal stehen habt, bevor ihr es bereut, weil ihr kennt es ja, es wird im Nu horrende Preise bekommen und dann wird es heftig, da noch was zusammen komplett zu bekommen. Das war's eigentlich soweit. Leider nicht so eine schöne Nachricht jetzt, ne? Aber, sowas gibt's ja halt leider auch in der Manga-Welt. So, das war's von mir. Ich bin der René von der Mesomanga und, das war das heutige Video. Bis dahin und ciao. Bye, bye.